Ich bin der Roland Dietert, bin vom Hotel Annelies in Ramsau am Dachstein und wir sind jetzt in der wunderschönen Ramsau am Hochplateau im Enztal. Also ganz am Anfang, wie wir das natürlich gehört haben, dass wir aufspielen dürfen, die Rückmeldungen von unseren Gästen. Also wir hatten dann plötzlich wirklich E-Mail, Telefon, Gespräche, wo alle begeistert waren und endlich, sie dürfen wieder Urlaub fahren. Das hat uns und wir haben auch sofort die Buchungslage, das ist sofort positiv verändert für uns. Also diese enge Kontakt mit den Stammgästen, haben wir zwar gewusst, aber dass es so eng ist, dass sie so mitleben mit uns, das hat uns irrsinnig gefreut. Und natürlich war für uns dann klar, wir müssen auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen wirklich perfekt umsetzen. Das ist uns sehr gut gelungen. Wir haben uns dann sofort mit unserem Team zusammengesetzt, wie können wir das lösen, wie können wir die Rahmenbedingungen machen, dass sich der Gast sicher fühlt, aber auch sehr wohl fühlt. Ja, wir waren immer schon in den letzten Jahren auf dem Weg, dass wir regionale Produkte forcieren und Bioprodukte forcieren. Und jetzt war einfach für mich der Schritt, dass wir gesagt haben, jetzt ist es wirklich Bio und jetzt ist es regional. Also wir haben dann wirklich jeden kleinen Käsebauern oder Molkereien angerufen aus der Region, vom Fleischer aus der Region, dass man wirklich die Produkte vom Enztal anbieten können, und wir waren auch da positiv überrascht. Es gibt so viele gute Produzenten von den verschiedensten Lebensmitteln. Also das Produkt, was am weitesten jetzt herkommt, ist meiner Meinung nach die Salzburger Milch, und das ist 15 Kilometer von uns entfernt, also die Salzburger Grenze. Also wir haben nicht nur auf österreichische Produkte gesetzt, sondern auch wirklich aus regionalen Produkten. 45% kommen aus dem österreichischen Raum, der Rest eher natürlich aus Deutschland. Ein kleiner Teil dann aus Belgien, also das ist eigentlich unsere Mischung. Wir hatten über Facebook und Instagram, wo wir eigentlich sehr aktiv sind, immer so die kurzfristigen Neuerungen, was passiert in der Region. Und man hat es auch bei den Zugriffszahlen gesehen, dass es den Stammgästen wirklich interessiert, wie geht es in der Ramsau, wie geht es in den Urlaubsort. Und das hat uns natürlich auch motiviert, wirklich weiterzumachen. Und da waren auch immer schon positive Rückmeldungen. Also sogar die Gartenarbeit, was wir dokumentiert haben kurz, hat den Stammgästen Freude gemacht. Und das war dann schon auch für uns lustig und glaube ich, ein wichtiger Teil, dass Stammgäste den Kontakt zu den Betrieben nicht verlieren. Wir haben eigentlich für unsere Größe vom Haus einen sehr groß dimensionierten Wellnessbereich. Der Wellnessbereich hat schon die sehr starke Lüftungsanlagen grundsätzlich eingebaut gehabt. Also von der Umluft, von den Zuluftanlagen ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Wir haben auch Großraumsaunen. Die haben wir natürlich jetzt limitiert. Der Gast hat eigentlich jetzt sogar mehr Privatsphäre, mehr Platz in der Sauna. Also von dem her, die Hygienemaßnahmen sind erhöht worden. Es stehen überall natürlich Hygienespender, Abstandsregelungen. Also es wurden weniger Liegen reingetan. Also es ist eigentlich familiär und privater geworden. Man kann auch vielleicht die Sauna bei uns jetzt, wer wirklich das möchte, individuell buchen. Also man geht an die Rezeption und sagt, man möchte um 15 Uhr die Sauna für sich privat haben. Auch kein Problem, wir haben überall diese kleinen Tafeln hingetan. Man geht her, kommt der Name rauf, dann ist reserviert und dann kann man allein die Sauna genießen. Ja, ist ganz gleich. Also da haben wir die Fitnesscenter jetzt geöffnet. Also das sind ja die gleichen Hygienebestimmungen wie in den Fitnesscenter auch bei uns. Möchte aber jetzt ein Gast wirklich alleine den Raum benutzen, das ist auch kein Problem. An der Rezeption kurz melden. Wir reservieren dann für diese Zeitspanne den Fitnessraum und man kann unbeschwert dort und sicher trainieren. Wichtig ist, dass jetzt alle Betriebe wirklich jetzt beginnen und starten, weil ich glaube, wenn wir jetzt alle zusammenhalten, wenn wir jetzt alle sagen, wir beginnen neu, wir starten die Wirtschaft neu, dann werden wir das auch schaffen. Österreich hat Kraft genug, das wieder hochzubringen, also mache ich mir jetzt keine Sorgen.